Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankit Moradi, Business- und Mindset-Mentorin. Und ja, für dieses Video hier empfehle ich dir, hol dir Popcorn oder etwas anderes zum Knabbern, hol dir einen Stift und einen Zettel, denn heute bekommst du so richtig geniale Insights, wenn es darum geht, auf Instagram Reichweite aufzubauen. Das heißt, schau wirklich bis zum Schluss. Ich habe einiges für dich vorbereitet und zwar mit der absoluten Wahrheit. Wie sieht es denn wirklich aus? Was ist denn wirklich, wirklich wichtig? Und ja, vielleicht hast du auch mitbekommen, wenn du mir auf Instagram folgst, vor ungefähr 5 Wochen habe ich gesagt, hey, Instagram hat rausgebracht, wenn man, also um heutzutage Reichweite aufzubauen, sollte man mindestens 3 bis 4 Postings, am besten Reels, also am besten Videos, am Tag posten. Und die ersten 50 Videos, die sind eigentlich nur dafür da, um ja, dem Algorithmus zu zeigen, wer du bist, welche Menschen das interessiert und so weiter. Das heißt einfach, die ersten 50 Videos sieht kaum jemand. Und danach, wenn der Algorithmus ganz genau weiß, hey, wen interessiert das und so weiter, dann geht es so wieder rauf. Du erreichst mehr Menschen. So, das ist die Theorie. Natürlich denke ich mal, hey, das ist eine geniale Challenge. 3 Videos am Tag, ja, das ist eine Herausforderung, möchte ich machen, unbedingt. Ganz wichtig ist, bevor wir jetzt in das Video richtig starten, also in diesem Video geht es wirklich rein um die Reichweite Aufbau. Das heißt, wie erreichst du viele, viele Menschen? Es geht nicht um Umsatz, es geht nicht darum, wie du jetzt Geld machen kannst auf Instagram, weil um Geld auf Instagram zu machen, brauchst du nicht eine riesengroße Reichweite. Das ist nicht notwendig. Du kannst mit einer kleinen Reichweite genauso einen abnormal genialen Umsatz haben, wie auch, wo es auch genug Profile gibt, die eine riesengroße Reichweite haben, aber überhaupt keinen Umsatz haben. Weil tatsächlich geht es ja ums Verkaufen. Wie verkauft man auf Social Media und so weiter? Das ist ein eigenes Thema. Das habe ich bei mir im VIP-Club drinnen. Wie das funktioniert, wie du mit Instagram wirklich viel, viel Geld verdienst. Hat aber jetzt nichts mit Reichweiteaufbau zu tun. Okay? Das ist ganz wichtig, dass man hier das jetzt unterscheidet. Und jetzt im Video rede ich wirklich rein um die Reichweite aufbauen. Und ja, also, habe ich gesagt, ich mache diese Challenge. Ich poste mal 3 Videos pro Tag und habe da vor ungefähr 5 Wochen begonnen. Und was ist denn eigentlich passiert? Inzwischen habe ich ja über 50 Videos gepostet. Inzwischen ist es aber auch so, dass ich die ersten 50 Videos wirklich 3-mal am Tag, dann auf 2-mal pro Tag und dann auf 1-mal pro Tag runtergegangen bin. Aus welchem Grund? Einfach aus dem Grund, weil keine Ergebnisse da waren. Und du kennst das, wenn Ergebnisse nicht da sind, dann verliert man die Motivation. Jedoch habe ich gesagt, nee, ich höre nicht ganz auf. Ich reduziere es einfach nur, poste aber weiterhin jeden Tag ein Reel. Und bei diesen Reels geht es einfach wirklich rund um Business-Tipps, Mindset, Selbstbewusstsein und so weiter. Also rund um die Selbstständigkeit. So, meine Reels haben überhaupt nicht performt. Im Gegenteil, ich zeig dir mal die Insights. Denn tatsächlich ist es so, dass mich über 400, fast 500 Menschen einfach verlassen haben. Und mein Mann gleich drauf, naja, Ankitza, es interessiert niemanden, dass du postest. Und ich schaue ihn so an, naja, stimmt ja nicht ganz. Ich habe dennoch erreiche ich einige Menschen. Aber um sich das wirklich klar zu werden, meine Reichweite habe ich mir aufgebaut damals mit der Fotografie. Das heißt, wie fotografiere ich hinter den Kulissen und so weiter. Das heißt, rein um die Baby- und Familienfotografie. Damit habe ich mir meine Reichweite aufgebaut. Und wir werden uns das auch gleich anschauen. Ich werde das auch gleich erklären, wie ich sie mir damals aufgebaut habe. Und natürlich werde ich auch noch von einer 1:1 VIP-Queen erklären, ihres zeigen, was sie sich jetzt aufgebaut hat. Also bleib unbedingt dran, es kommt noch einiges auf dich zu. Und ja, also, was dann natürlich dadurch sein kann, dadurch, logisch, die Menschen, die zu mir gefolgt sind, sind mir wegen einer Sache gefolgt und ich erzähle auf einmal über was komplett anderes, was die Menschen, die jetzt da sind, nicht so besonders interessiert. Völlig normal. Das ist dann völlig normal, dass sie auch gehen. Das heißt, man darf sich auch nicht von dem abschrecken, wenn jemand geht. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich total drüber, weil es wird endlich aufgeräumt. Weil ich weiß, ich will keine Babys mehr fotografieren. Für mich gibt es kein Zurück mehr in die Babyfotografie. Deswegen weiß ich ganz genau, die Menschen, die jetzt wegen der Babyfotografie bei mir sind, nutzen mir jetzt einfach nichts. Nutzt mir nichts, nutzt ihnen nichts. Und es ist für beide gut, wenn sie gehen. Das heißt, auch wenn dich jemand, ein Follower, verlässt, du darfst es wirklich mit Liebe und in Guten sehen, weil es ist gut für dich. Du räumst damit auf, haltest dein Profil sauber. Und das ist wichtig, wirklich wichtig. Und ja, dadurch, dass ich diesen Zielgruppenumschwung habe, mit jetzt jeder sagen, naja, in der Theorie
solltest du jetzt eigentlich ein neues Profil starten, weil du brauchst eine neue Zielgruppe. Ich habe ja auch teilweise ein bisschen auch von meiner neuen Zielgruppe auch auf meinem Profil, also nicht ein bisschen mehr, auch auf meinem jetzigen Profil. Aber in der Theorie sollte man jetzt ein komplett neues Profil aufmachen. Und ich muss dazu sagen, habe ich schon letztes Jahr einmal versucht, ich bin kein großer Fan von zwei Profilen gleichzeitig aufzubauen, weil es einfach mühsam ist, Stories, Doppelpost und so weiter. Ich mag es nicht, ich habe es ein bisschen versucht, da geht mir wirklich die Lust einfach weg und ich mache halt nur Dinge, die mir auch Spaß machen. Ja, habe trotzdem jetzt momentan, ich glaube vor einer Woche ungefähr, ein zweites Profil aufgemacht. Darum kümmert sich aber meine Assistentin, also gar nicht so ich selbst. Ich schaue zwar natürlich auch rein und so weiter, aber meine Assistentin kümmert sich einfach darum, dass sie einfach die alten Videos, die über 50, einfach mal da postet, um zu sehen, was sich da tut. In Wahrheit ist es aber so, die Stories und das Profil sollte wirklich auch aktiv sein, damit sich etwas tun kann. Das heißt, es ist ein bisschen Widerspruch in sich, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, ich bin halt der Mensch, naja, vielleicht geht es noch anders. Versuche ich es erstmal, bevor ich jetzt alles so mache, wie es sein soll, versuche ich es immer auf meine eigene Art und Weise. Naja, das Zweite, was auch sein kann, ist, dass ich einfach, ich muss es ehrlich sagen, ich habe es mir einfach wirklich so leicht wie möglich gemacht. Ich habe gesagt, ich probiere das einfach aus. Ich liebe ästhetische Videos, mit ästhetischen Videos und so weiter. Ich mache einfach, ja, ich probiere es einfach damit aus. Und die ersten 50 Videos, ja. War das jetzt eine tolle Idee? Was sollte man machen? Es muss dir bewusst sein, in der heutigen Zeit, die ersten Sekunden, das heißt die ersten 1,7 Sekunden sind am wichtigsten. Habe ich die Aufmerksamkeit der Menschen oder habe ich sie nicht? Und darauf, wenn du jetzt da Bewegung, Schrift und so weiter reinzubekommen, um die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, das ist wichtig, sonst wirst du einfach weiter geswiped. Das habe ich darauf gar nicht geachtet. Oder Hooks, das sind die ersten Worte, die du sagst, wie zum Beispiel: Ich verrate dir ein Geheimnis. Jeder Mensch mal Geheimnisse. Oder: Das hat dir noch nie jemand gesagt. Oder: Meine Oma hat immer das gesagt. Weil das sind einfach solche Hooks, die ja funktionieren. Es gibt noch, ich habe eine ganze Liste aufgeschrieben von Hooks, die funktionieren. Habe das alles meinen Klienten, also meinen Kunden weitergegeben. Selbst genutzt habe ich sie nicht. Aber das heißt, ich weiß schon, was man verwenden kann, um eben mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Habe es mir aber leicht getan. Das heißt, in dem Sinne, meine Reels, meine Videos performen nicht so gut, weil ich mich auch nicht darum gekümmert habe, dass sie wirklich gut performen. Ich habe einfach nur geschaut, dass Reels rausgehen. Das heißt, es ist natürlich wichtig, die Strategie dahinter und sich auch Gedanken darüber zu machen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach keine Lust, große Lust gehabt, mir Gedanken darüber zu machen. Es ist Sommer, Familienzeit und so weiter. Ja, das kann ich verbessern. Das kann ich verbessern. Das heißt, hier auch für dich, auch immer zu reflektieren, hey, wenn etwas nicht funktioniert, was kann ich daran verbessern? Werde ich es machen? Ja, aber erst im Herbst, weil ich einfach den Sommer noch genießen möchte und mich jetzt nicht hinsetzen will, jetzt momentan, es ist nicht meine Priorität, weil Umsatz habe ich ja trotzdem. Es ist ja nur etwas, was ich gerade austeste. Aber ich wollte dich jetzt einfach heute mal auf den aktuellen Stand bringen. Wie sieht es denn heute aus? Jetzt eben nach 5 Wochen hat sich was getan und wie sieht es denn wirklich hinter den Kulissen aus? Und ja, das heißt, ich werde nicht aufhören, mindestens ein Reel am Tag zu posten. Werde mir natürlich auch sich verbessern. Im Herbst spätestens da will ich auch wirklich eben die 1,7 Sekunden einhalten, die Hooks einhalten und so weiter. Da schauen, wirklich mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Aber momentan habe ich mir einfach gedacht, ich schaue einfach mal, was passiert. Und in dem Sinne ist nicht viel passiert. Aber meine 1:1 VIP-Queen, meine wundervolle Claudia, ich habe ihr das gesagt, du, ich mache jetzt diese Challenge. Sag mal, willst du nicht mitmachen? Und ja, sie hat sich entschieden für 2 Videos pro Tag. So, das nennt man, wenn Geldeingang kommt bei einem Online-Business, applaudlos gleich stellen. Aber ich liebe dieses Geräusch, weil Geld kommt rein, Geld fließt mit Leichtigkeit zu dir. Das darfst du für dich auch so richtig, ja, verinnerlichen. Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir. Aber jetzt ein komplett anderes Thema, wir kommen wieder zurück zu Claudia. Zu der auch Geld mit Leichtigkeit fließt und zwar in jeder Menge. Also wenn mir auf Instagram folgt, hat das bestimmt auch gesehen, welchen geilen Umsatz sie gerade macht. Und sie hat sich auch diese Challenge mit 2 Videos am Tag und bei ihr, sie hat sich an ihre Zielgruppe sind Mamas, also Mamis, weil sie ist Fitnesstrainerin und Mentalcoach. Und ja, bei ihr tut sich gerade einiges. Also bei ihr, ich blende mal ihr Profil ein oder wir können uns das gleich gemeinsam anschauen. Sie hat 2432 Follower. Ungefähr damals, wo sie begonnen hat, hatte sie noch nicht 2000 oder knapp 2000
Follower. Das heißt, ihre Followeranzahl ist in den letzten 5 Wochen um ungefähr 400 Menschen gestiegen. Das heißt, nicht nur das, auch ihre, weil das ist ja wichtig, verkaufen dazu auch gleichzeitig, nicht nur schauen, dass ich große Zahlen habe, sondern auch zu verkaufen. Und ja, ihr Umsatz ist ein Wahnsinn, ihre Kurse auch für September schon fast ausgebucht. Also sie ist wirklich, was das betrifft, mega genial gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal ihre Reichweite an. 13.000, natürlich sind dazwischen auch welche mit nur 2.000 oder 600 und so weiter. Aber wir schauen mal weiter, 14.000. Und es kommt auch der Knaller, 11.000, noch einmal 11.000, 20.000 und 263.000. Und ich weiß auch, dass sie irgendwo eine Million geknackt hat. Wo ist sie? Da ist sie. Die 1,1 Millionen Menschen hat sie erreicht. Mit den Reels. Einfach mit der Zielgruppe, indem sie auch immer die Zielgruppe angesprochen hat. Wie zum Beispiel, wenn wir uns jetzt das 1,1 Millionen Reel anschauen, hat hier, ja, was hat sie gemacht? Sie hat einfach das angesprochen, was wirklich wahr ist. Eben, dass Mama-Dasein nicht immer einfach ist. Dass Mama, ja, auch mal überfordert sein können und doch dürfen und auch ihre Gefühle wahrnehmen dürfen, dabei kein schlechtes Gewissen haben und so weiter. Das heißt, sie spricht Themen an, die wirklich wichtig sind für alle Mamis und ja, macht einfach kein Tabu draus. Und genau das ist das, wieso sie auch diese Reichweite bekommt. Und ich bin mega stolz auf sie, vor allem auch, weil es nicht nur die Reichweite eben gestiegen ist, sondern auch ihr Umsatz. Ja, das heißt, 5 Wochen lang, ja, funktioniert es. Also es funktioniert, wenn man die richtige Zielgruppe von Anfang an hat, auch, es auch richtig macht und so weiter. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, wie habe ich mir damals in der Fotografie die Reichweite aufgebaut? Weil das ist das Problem, zum Beispiel bei Claudia. Claudia, auch jetzt, wenn man das sieht, sie hat 1,1 Millionen, das nächste hat die wieder nur 2.000 und so weiter. Nicht aufzuhören, wenn jetzt ein paar Reels nicht performen, trotzdem weiterzumachen, sich hinzusetzen, zu reflektieren, okay, wieso hat dieses Reel eigentlich so genial funktioniert und das andere nicht. Weil wenn man sich das anschaut, dann wächst man. Man wächst. Also im Endeffekt brauchst du eigentlich niemanden. Du kannst das für dich selbst herausfinden, indem du dich hinsetzt, wirklich einfach jede Woche hinsetzt und mal schaust, in der letzten Woche, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was kann ich verbessern, was kann ich erweitern. Das ist der absolute Game Changer eigentlich in allen, also nicht nur bei Reels, sondern wirklich in allen Bereichen, was dein Business oder auch dein Leben betrifft, ist dieses Reflektieren, Selbstreflexion, ist ein absoluter Game Changer. Und wenn du dich auch dann natürlich daran haltest, diese Verbesserungen auch durchzuführen. Ja, also wir gehen mal zurück zu meinem Profil. Wie habe ich mir damals Reichweite aufgebaut? Was mir am meisten geholfen hat damals bei Reichweiteaufbau, war tatsächlich eben die Reels. Und es war auch das, dass ich mir was Eigenes gesucht habe. Ich habe nicht geschaut, was machen die anderen? Kann ich das genauso für mich übernehmen? Natürlich ist es toll für Inspiration und so weiter. Aber ich sage so, du wirst immer das erreichen, am besten erreichen, wenn es von dir kommt, wenn du das wirklich auch aus Liebe machst. Nicht, weil ich muss das jetzt machen, sondern wirklich aus Liebe, aus Freude, am Spaß daran. So wirst du am erfolgreichsten, weil dieses Freude daran und mit Liebe und es kommt von dir selbst und man kopiert nicht einfach die anderen. Das, was passiert dann? Es macht einfach viel mehr Spaß und man hat auch viel besseren Durchhaltevermögen. Und das war für mich damals einfach so, dass ich mir von Anna Johnson, eine absolut geniale Influencerin, sie hat jeden Morgen ja, ihr Bett im Zeitraffer gemacht damals. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe mir jeden Morgen angeschaut, boah, vielleicht eine Fliege, ist sie weg hoffentlich, auf jeden Fall, habe ich mir damals jeden Morgen angeschaut, wie sie ihr Bett macht im Zeitraffer. Und ich dachte, okay, das interessiert mich. Wieso? Ja, es entsteht etwas und man bleibt da irgendwie stecken. Ja, ich tue ja auch jeden Tag oder fast jeden Tag Kulissen aufbauen, die Kulissen wegräumen und so weiter. Oder Kicksmith-Shootings machen und so weiter. Das könnte man ja auch in einem Zeitraffer machen. Und das war mein Reichweite-Booster. Wirklich, eben die Zeitraffer mit aufbauen, abbauen, Shootings machen und so weiter. Ich hatte damals als Fotografin nicht das Problem, hey, was kann ich denn heute auf Instagram posten, sondern ich habe zu viel Auswahl gehabt, weil damals habe ich mir gedacht, okay, ich kann ja nicht 3 Reels am Tag posten. Eins reicht ja. Weil ich habe mir gedacht, okay, was soll ich denn jetzt posten? Entweder wie ich es vorbereitet habe oder das Fotoshooting selbst oder wie ich es weggeräumt habe. Ich weiß, meine Follower interessiert alles. Und ja, so war es dann auch, dass ich mir wirklich eine riesengroße Reichweite damit aufgebaut habe. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, das hier unten, also die kleineren unten, das sind tatsächlich nur
Das sind damals die Videos, weil damals früher gab es ja IGTV und Reels sind ja später gekommen. Und das waren damals meine IGTVs, die haben ja nicht so gut performt. Das hier war mein allererstes Reel, weil bei uns in Österreich ist das viel verspätet reingekommen, die Reels. Und dadurch habe ich mein erstes Reel auch viel später gepostet als alle anderen, habe mich total gefreut. Und an diesem ersten Reel bin ich tatsächlich 2 Stunden gesessen und habe mich dann einfach ausprobiert. Und wenn du dir das jetzt anschaust, 3.000, 4.000, dann 12.000 und dann wieder 3.000, dann aber 43.000, aber dann nur 900, dann 3.000. Also du siehst, es ist immer rauf, runter gegangen. Dann auf einmal 79.000. Also das heißt, und wieder nur 4.000, 6.000. Das heißt, du darfst oder du solltest nicht den Mut verlieren, wenn die Reichweite nicht stetig nach oben geht, sondern einfach immer dranbleiben. Du siehst 15.000, dann 28.000 und irgendwann, wenn ich so rauf scrolle, was war dann? Irgendwann waren dann alle nur noch fünfstellig. So, es kommt sicher noch, wo dann irgendwo waren dann alle immer nur noch fünfstellig. Alle Reels, die ich gepostet habe, da beginnt es, genau. Mit 14.000, 46.000, 17.000, das heißt selten, okay, aber selten, dass etwas nicht mehr fünfstellig war. Das heißt mit 73.000 und irgendwann kommt jetzt das mit 4 Millionen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es genau ist. Ich habe 4 Millionen und 1 Million, 106.000. Oh, das ist dreistellig dann auch geworden. 423.000. Du siehst, ab da an, ja, war dann 4 Millionen, 126.000 und so weiter, war dann nichts mehr unter fünfstellig. Und wenn wir so weiter scrollen, also die 4 Millionen hast du schon gesehen, 112.000, 134.000, 418.000, 1,1 Millionen. Damit habe ich mir meine Reichweite aufgebaut. Und jetzt siehst du den Umbruch mit der Zielgruppe, wo ich jetzt auf einmal begonnen habe zu fotografieren. 152.000 und danach auf einmal nur noch 5.000. 5.000, dann 10.000 mal 4.000. Du siehst, es ist immer und immer weniger geworden. Je mehr ich in mein Thema reingegangen bin, ist es immer weniger und weniger an Reichweite geworden. Was ja für den Umsatztechnisch schon egal ist, was Umsatz betrifft, aber es sind halt die Zahlen, die aktuellen Zahlen, wie sie wirklich sind. Und das braucht man ja nicht verheimlichen, das ist einfach so. Wenn du eine Zielgruppe wechselst, dass da auch die Reichweite runtergeht, weil du eben jetzt komplett andere Menschen ansprichst. Wichtig ist dennoch, dran zu bleiben. Ich sage ja, YouTube habe ich ein Jahr lang ohne Ergebnisse gemacht, ohne irgendein Ergebnis. Meine allerersten Ergebnisse hatte ich nach einem Jahr, obwohl ich jede Woche ein YouTube-Video gepostet habe. Das heißt, das ist das A und O, was ich dir wirklich weitergeben möchte. Wenn du dich dafür entscheidest, du willst eine Reichweite auf Instagram aufbauen, dann ist das allererste ist eben dran zu bleiben. Wenn du sagst jeden Tag, dann postest du wirklich auch jeden Tag, wirklich, 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 wirklich jeden Tag ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme bereite dir gerne viele Videos vor. Starte mit 3 Videos oder 2 Videos, aber mindestens ein Video pro Tag. Und wenn du Reichweite aufbauen möchtest, wenn du ja Menschen erreichen willst, das funktioniert heute in der heutigen Zeit. Und was ich dir unbedingt empfehlen möchte, ist einfach, das gleichzeitig auch auf TikTok zu posten. Es müssen nicht dieselben am selben Tag sein, aber bitte, TikTok ist noch immer eine geniale Plattform, wo wirklich noch viel los ist. Nicht nur Jugendliche, also nicht nur Jugendliche. Ich habe da auch Kooperationen durch TikTok bekommen, auch Kunden durch TikTok bekommen. Also ja, TikTok funktioniert. Ich bin auch auf TikTok. Viele, viele meiner Kollegen sind auf TikTok. Also das, was ich dir wirklich empfehlen kann, wenn du Instagram Reels nutzt, nutzt auch TikToks. Weil, hey, es ist etwas Geniales, um eben sichtbar zu werden. Und du sagst, naja, ich will ja gar nicht eine Reichweite aufbauen, weil die brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nicht die Reichweite jetzt, um Umsatz zu machen. Völlig richtig. Ich weiß nicht, was diese Fliege unbedingt jetzt bei mir will. Bist du jetzt fertig? So, also, wo bin ich stehen geblieben? Du brauchst ja nicht Reichweite, um Umsatz zu machen. Aber dennoch würde ich dir empfehlen, poste die Videos. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund poste die Videos? Weil es geht um Sichtbarkeit. Um Vertrauen schaffen zu deiner Community. Und ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, Videos sind die Zukunft. Und ja, du hast die Wahl, entweder mitzumachen oder stehen zu bleiben. Im Online-Business, wenn du Menschen online erreichen möchtest, ist das einfach nicht mehr wegzudenken. Das heißt, du darfst dir hier wirklich die Gedanken machen, wie kann ich mir, ja, die Videos integrieren in mein Business. Und zwar jeden Tag. Es muss ja gar nicht Zeitraffer sein. Finde dein eigenes. Vielleicht möchtest du einfach erzählen, was du jeden Tag machst. Emotionales Storytelling funktioniert genial.
funktioniert heute wirklich genial. Storytelling. Storytelling, wirklich darauf Augenmerk zu legen. Das heißt, erzähl einmal von deiner Geschichte. Als Beispiel, sagen wir mal, du bist ein Baby- und Familienfotograf. Jetzt muss ich dich einfach mal echt direkt fragen. Hast du eine Wand zu Hause, die leer ist, wo du weißt, da gehört das perfekte Familienfoto hin? Irgendwie hat jeder zu Hause. Aber man sieht diese leere Wand und denkt sich, ja, mache ich noch? Der Alltag kommt dazwischen, die Tage vergehen, die Zeit vergeht, ein Jahr, zwei Jahre und die Wand ist noch immer leer. Und du weißt, da gehört aber das perfekte Familienfoto hin. Wie lange willst du denn noch warten? Komm jetzt zu mir zum Fotoshooting. Lass uns endlich ein geniales Bild, ein wundervolles Bild oder ein emotionales Bild da für dich aufhängen, was dich jeden Tag, wenn du da vorbeigehst, einfach nur glücklich macht, weil ja, Fotos machen ja glücklich und nicht nur das, wir werden ein geniales Erlebnis haben. Das heißt, das ist Storytelling, das ist ja wirklich emotionales Verkaufen auf Storytelling. Und das ist für dich auch zu überlegen, wie kann ich das in meinem Business mit einbauen? Wie kann ich die Menschen wirklich emotional auch berühren? Wie kann ich die Menschen mit Geschichten oder auch einfach wirklich von der, wie eben Claudia es macht, die Wahrheit aussprechen, das Tabu brechen und sagen, hey, hier bin ich. Ich habe was Geniales für dich. Nutze es. Ja, das ist zum Thema Instagram heute. Bin gespannt, was du dir mitgenommen hast. Schreib es mir lieben gerne unten in die Kommentare. Wir werden natürlich verkaufen und so weiter. Also Instagram generell wirklich zerlege ich ins kleinste Detail im VIP-Club. Aber was ich auch noch für dich habe, ist ja, was im September startet, das Elite Business Experience. Das wird echt abnormal genial mit 5 Tagen, mit 5 Themen. Und ich sage es ganz ehrlich, nach diesen 5 Tagen ist dein Business nicht mehr das, was es vorher war. Weil ich packe da so viel rein, einfach um für dein absoluten Wachstum. Natürlich werde ich in dieser Zeit auch den VIP-Club vorstellen, weil dann geht er auch wirklich offiziell online. Und das sollst du einfach nicht verpassen. Es soll für dich, für dein Wachstum, für dein Business, für den Umsatz, den du haben willst, für die Zeit mit deiner Familie, die du gerne verbringen möchtest, alles ist möglich und ich will dich dabei unterstützen. Das heißt, melde dich lieben gerne zu der Experience an, komplett kostenlos, maximal 200 Plätze. Wenn du nicht live dabei sein kannst, es gibt eine Aufzeichnung für jeweils 24 Stunden in unserer Facebook-Gruppe. Ja, ich freue mich auf dich. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie hat dir dieses Video gefallen? Die Insights auch vor allem zu sehen. Was fühlst du dabei? Sagst du, yay, ich bin motiviert, ich will es durchziehen, auch wenn ich nicht nach den 50 Videos die ersten Ergebnisse habe, sondern ich ziehe es durch, auch wenn es ein Jahr dauert. Ich ziehe es durch, weil ich es einfach will. Weil ja, oder sagst du, naja, ich merke, ich will gar nicht Reichweite, ich will einfach nur Umsatz. Das geht nämlich auch. So, ja, also in diesem Sinne wünsche ich dir noch jede Menge Spaß. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Lass mir ein Like hier, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal und vergiss nicht natürlich die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns natürlich jeden Tag auf Instagram. Bis bald.